Erstmal total und recht herzlich willkommen bei der sogenannten Star Wars Show Deutsch. Aber wie man hier sieht, ist das jetzt hier nichts mit Star Wars Deutsch, deswegen habe ich halt Kylo Ren hier mal in der Hand, damit wir ein bisschen Star Wars haben. So, es geht nämlich um Willi Tomczyk. Ja, die Wemser, Hartz IV, weißt du da Bescheid, scheißegal, ne? Ja und, also, ja, Hartz IV und, oder ja und, ich schaue mir heute Abend die Sachen wieder an. Kann man ja hier, habe ich ein bisschen da oben die Clips eingearbeitet, die Wemsers, damit ihr wisst, worum es geht. An sich möchte ich hiermit, mit diesem Clip, Willi Tomczyk mal einen Gruß rüber schicken. Hätte ich ja jetzt auch über Facebook machen können, ne? Habe ich ja. Also Facebook, YouTube und so weiter. Aber ihr wisst ja, die neue Technik, man macht ein Smartphone auf und tippt Facebook an und tippt live an. Hätte ich jetzt live machen können, aber habe ich mir jetzt mal gekniffen. Schwer am Arbeiten gewesen, wenn andere Sonntag haben oder Feiertag, ist ja unser einer immer am Arbeiten. Unser einer hat ja 7-Tage-Woche. Und daraufhin habe ich mir, mache ich jetzt diesen Videoclip und entschuldige mich, dass ich jetzt am 1., beziehungsweise gestern am 1. Samstag nicht konnte, weil ich bin ja immer im Stress. Und ich habe auch viel zu spät die E-Mail geöffnet. Und weil ich zu spät die E-Mail geöffnet habe, habe ich es verpennt. Ich meine, ich habe ja Glück gewünscht, toi toi toi, auf der Bühne, und ich kann mir vorstellen, da ging sicherlich die Post ab. Aber unter uns, um sich über ein Projekt zu unterhalten, um über ein Format sich zu unterhalten, will ich keinen Auftritt, da ist man hibbelig, etc. pp. Das machen wir mal irgendwann hier, von mir aus auch vor laufender Kamera, und reden mal darüber, über die sogenannte Idee Star Wars Show Deutsch oder überhaupt. Es gibt eine unendliche Möglichkeit. Das Jahr 2017 ist ja noch gar nicht begonnen. Die Anfrage läuft jetzt hier im Oktober für gewisse Formate. Mir persönlich gefällt, wie gesagt, die Wemser mit Willi Tomczyk. Vielleicht machen wir die Willis oder keine Ahnung, alles Mögliche. Alles ist ja machbar. Liegt natürlich immer im Preis. Wir haben keine Sponsoren, das geht immer aus der eigenen Tasche. Und diese eigene Tasche muss gefüllt werden, deswegen musste auch gearbeitet werden, um so ein Medienhaus und so ein Copyhaus wieder mit Ware zu füllen und so weiter und so fort. Denn der September ist vorbei und jetzt ist der Oktober und da muss man wieder was machen. So, wenn man ein Foto, also wir haben mehrere Fotostudios, wir haben mehrere Filmstudios, das ist das Wort schon, mehrere. Das bedeutet dann, das fließt also nicht nur Geld rein, es fließt auch sehr viel Geld raus. Man muss nämlich auch sehr viel bezahlen. Nicht vergessen. So, Bezahlung, 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 Knete, 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 Hartz IV, ja und. Ich finde das klasse. Also wie gesagt, ich würde mich freuen, wenn wir uns irgendwann mal an einem Wochenende treffen würden und uns darüber unterhalten. Also heute hatten sehr viele eine Chance. Telefon blieb aus. Also, gewisse wollten anrufen, wer nicht anruft, du hast dich gemeldet, ist klar, auf dich ist Verlass, auf dich war immer Verlass und auf dich wird immer Verlass sein, auch Willi Tomczyk und auf die Wemser, toll gearbeitet, toll gemacht. Ich hoffe, das wird ein guter YouTube-Kanal. ZDF, ja, ZDF hat ja am 1.10. auch eröffnet, Funk, ZDF Funk, für die Jugendlichen. Generation 12 plus. So, meiner einer möchte natürlich Generation 55 plus und 65 plus vor die Glotze, vor den Computer kriegen. Aber leider sehe ich das anhand der Kunden, anhand der Zuschauer live jeden Tag, dass das alles nicht so klappt, dass die Leute da alle nicht so gut mit umgehen können. Das ist so, ja, können sie nicht. Deswegen haben wir das ja. Deswegen haben wir das Copyhouse 100% Dienstleistung, dann haben wir das Medien mit Fotos und so weiter. Also hier ist ein so großes Kompendium, hier ist so viel machbar, hier ist so viel Spaß. Ja? Wir wollen Spaß haben, den Ernst kann da draußen lassen. Ja? Sobald er in unsere Räumlichkeiten kommt, ins Medienhaus, und vor allen Dingen, wenn ich euch begrüße, euer AWR Movie, freie Medien, dann ist Spaß angesagt. So, jetzt habe ich lange genug hier gesessen, eines Tages sitzen die Leute da. Dann komme ich euch ein bisschen näher. Oh, ein bisschen näher. Wir haben, wie gesagt, alles da und es geht auch um die sogenannte Star Wars Show. Also mit Disney gesprochen, Disney unterstützt nicht, null Jente, ist klar, die wollen Kohle machen. Wir wollen halt eine Show machen, deswegen Filmfiguren und Theater, und da ist Sammelfiguren TV,
Der Sondersender NRW TV, Ultra HD, Web TV, ihr merkt, wir machen dasselbe wie das ZDF. Meine lieben Damen und Herren vom ZDF, es mag ja sein, dass es beim zweiten besser zu sehen ist. ZDF, ihr kommt jetzt am 1.10.2016. Unser einer, wir alle, seit CeBIT 1995 und jetzt CeBIT 2016 sind wir nämlich jetzt Industrie 4.0. Wir sind nämlich total vernetzt. So, wir hätten das jetzt hier live machen können, aber live ist immer so eine Sache, das bedarf der Vorbereitung. Es sollte auch wirklich was rüberkommen live. Es sollte auch live irgendwie Spaß machen, so wie Frank Zander es macht. Ja, Frank Zander, der macht es wunderbar. Und wie gesagt, am 19.10. macht er seine große Show wieder. Das ist natürlich keine Show, aber er macht halt eine Show. Er lässt das Herz sprechen, er hilft wieder Obdachlosen. Er gibt Obdachlosen einen Tag, einen Abend. Wieder so eine tolle Sache. Und deswegen passt halt alles. Hartz IV, ja und. Obdachlos, ja und. Frank ist ja da. Frank Zander. Ne? Und vielleicht in der Show, ich würde mich tierisch freuen, der Willi. Und die Willis reden dann über Star Wars. Ja, Willi ist Profi und Willi kann halt aus dem Bauch raus, wenn Willi erscheint und die Kamera ist an, könnt ihr glauben, dass da die Post abgeht. Also Buskowski bestimmt. Ja, ich gehe davon aus, dass das super war. Ich habe jetzt auch keinen angerufen, weil ich davon ausgehe, nach so viel Arbeit hat man Stress. Meiner einer hat ja jetzt auch seit 12 Uhr bis 16 Uhr alles wieder umgebaut, weil Oktober. Ja, das Mini-Studio, das hier ist das Mini-Studio, hat ein bisschen grün, ein paar andere Farben. Und das Hauptstudio ist da hinten durch. Das ist das Green and Blue Studio für Special Effects. So, 2017 ist eine Menge wieder los. Da gehe ich wieder rüber, wo hier ein anderer sitzen hätte können. Ne? Ich spiele derweil hier mit Kylo Rain. Also hier könnte man gemütlich eine Plauderstunde abhalten. Wir haben also genügend Räumlichkeiten, wo gearbeitet werden könnte. Und dann nochmal der Aufruf an alle. Also Willi ist klar, das ist ein absolutes Wemser-Video für den Willi Tomczyk. Für die Idee, ihn zu gewinnen. Lust und Laune, Preis ist heiß. Kriegen wir hin. Wie gesagt, Sponsoren gibt es leider keine. Ist ja immer das. Ich habe auch gar keinen angefragt. Ja. Weil ich bin es gewohnt, Geld zu geben. Ich bin Geldgeber, kein Geldnehmer. Also ich bin kein Arbeitnehmer, ich bin selbstständig. Ich bin nur der Chef des Ganzen und ein Chef des Ganzen muss immer Geld geben. So, da muss man immer darauf achten, wem gibt man das Geld, kommt dann auf irgendeine Art wieder zurück. So, es soll am Anfang erstmal der Spaß sein. Spaß sein, mit der Kamera zu arbeiten, Spaß zu haben, überhaupt was zu machen. Deswegen leite ich das jetzt hier mal eben kurz ein für alle, die das jetzt hier sehen. Alle, die sagen, ey, das kann ich auch. Ich habe auch Lust, habe aber die Technik nicht, also nicht die Technik, die wir haben. Und die haben wir seit 1966, wollte ich nur mal gesagt haben. Also die Technik ist schon sehr lange da und Blue Room war schon 1975 da mit dem Amiga. Nein, davor der C64 Commodore. Und dann kam der Amiga-Rechner und heute wissen wir, was wir alles haben. Wir hätten dieses, jenes auch jetzt mit einem Smartphone machen können. Wären sicherlich auch witzig rangekommen, aber wir sind Profis. Wir sind wirklich Profis. Seit über 40 Jahren und ich persönlich habe es nicht so gern, abhängig zu sein von irgendeinem Facebook- oder Google-König, der mir hier plötzlich mitten im Satz den Saft abdreht. Meine lieben Freunde, Facebook ist nicht sozial, möchte ich mal klarstellen. Facebook ist überhaupt nicht sozial. Facebook cuttet einfach. Wer gut ausgebildet ist, wer wirklich gut ausgebildet ist und sich vor Facebook setzt und versucht da ein bisschen die Leute zu animieren, zu erschrecken, weil wer normal ist, hat keine Chance. Es ist so, dass ich total unnormal bin, ist klar. Ich bin kein Normaler, werde ich nicht sein, will ich auch nicht. Scheiß drauf, ja. Ich spreche so, wie ich geboren wurde. Ja, an dem Tag, wo ich geboren wurde, waren die Frauen ja unten noch so richtig. Da dachte ich, wäre ein Millionär. Da hatte ich nämlich so einen Kranz um den Hals. Ja, heute sind die Frauen ja alle rasiert. Und wenn du da rauskommst, weißt du nicht, ob du reich bist oder arm. Das mal am Rande. Also, schnurrige Schnauze, ist klar. Ja, was wollte ich denn gesagt haben? Gesagt haben, ist klar. Also drei Dinge. Einmal, alle Schauspieler, also waschechte Schauspieler nach Tarif, ist klar. Die Lust und Laune haben, vor diese Kamera zu treten, mit meiner einer zu arbeiten, Spaß zu haben und
YouTube zu rocken, dem ZDF mal die Formate klauen. Ja, da habe ich Bock drauf. Wer mitmacht, macht mit. Also. Und für die Zuschauer ist klar und für die Gäste und vor allen Dingen für die Kunden. Meine lieben Kunden, nicht erschrecken. Wie gesagt, wenn Dreharbeiten sind und ihr kommt rein, Kamera aus. Na, habt ihr ja also sicherlich auch schon gemerkt, dann ist Kamera aus und nachher wird dann weitergemacht. Und da habe ich natürlich persönlich jetzt auch nicht mehr so die Lust drauf, während der hin und wieder, ist klar, hin und wieder packt. Wenn man über viel, also wenn man bei Stahlnetz schon als Baby, bei E605, Stahlnetz E605 als Baby da in diesem weißen Kinderwagen und die Mutter da, das war meine Mutter mit den weißen und mit der Perücke, daherläuft am Limbecker Platz und meine Geschwister, die 13 und 12 Jahre älter sind wie ich, waren dann natürlich die Hauptakteure bei E605 Stahlnetz, ist klar. Und meiner einer hatte das große Vergnügen, das hat sich auch mit Felmi, Tatort Essen. Ja, Tatort Essen gibt es nicht mehr. Auf meinem Geburtstag, ja, auf meinem Geburtstag mit 77 Jahren, ist Hans-Georg gestorben, Götz-George. Und das ist traurig, weil ich kann ihn jetzt gar nicht mehr vergessen, war am 19.06. geboren und er am 19.06. mit 77 verstorben. Aber wenn ich mir das alles so anhöre, waren die Dreharbeiten mit 77 und unter Tage bei 6 Grad kontinuierliche Kälte doch wohl schätzungsweise zu hart. Ne? Nicht jeder weiß, es kann sein, dass er angeschlagen war, etc. Darauf wollte ich gar nicht hinaus. Ich wollte ja hier für diese Sache hinaus einmal den Willi beglücken, guten Tag sagen und sich entschuldigen, dass er nicht da war. Also ich war nicht da. Ich werde aber demnächst erscheinen und muss ich halt schneller die E-Mail lesen, versteht sich. Na, und wenn ich sie nicht lese, naja, wie Pech gehabt, so wie jetzt. So, wie gesagt, würde mich trotzdem freuen, wenn wir irgendwie mal wieder Smalltalken uns erleben. Das kriegen wir sicherlich hin. Und ich gucke mir jetzt die Bemse an, bei Facebook und bei YouTube. Ja, während ich das mache, werde ich hier diese Filme bearbeiten, daraus schneiden. Beruf ist Beruf. Und ja, dann schauen wir mal. Ich würde mich tierisch freuen, wenn wir hier so eine Star Wars Show zusammenkriegen oder andere Sachen, Filmfiguren, Theater oder komplett was anderes. Willi ist ein Vollprofi und ich schätze ihn sehr. Seine Arbeit etc. pp. Für mich zählt nur die Arbeit. Der Mensch kann machen, was er will. Wenn die Arbeit erledigt ist, kann jeder machen, was er will, weil jeder Vollblut-Profi Schauspielerei weiß genau, dass es ein Job ist, das hier ist ein Job. Danach zieht man sich an und dann ist man aus dem Job raus und geht nach Hause und macht einen neuen Job. So ist die Schauspielerei. So, diese Herrschaften hier, Star Wars, naja, die leben Star Wars. Ne? Mark Hamill, ich glaube nicht, dass er eines Tages hier sitzen wird, aber das ist eben so, glaube ich nicht dran. Das weiß ich, dass er hier nie sitzen wird. Carrie Fisher wird auch nie hier sitzen. Hier wird keiner sitzen. Dieser Stuhl wird immer leer bleiben. Aber ich bemühe mich wenigstens irgendwann einen da rein zu bekommen, der mit mir hier quatschen wird. Ja, also ich spreche hier in den leeren Stuhl oder leeren Sessel, na, so leer ist er auch wieder nicht, wenn ich mich da reinsetze, ne, und dann einen erzähle. Ja, wisst ihr da Bescheid? Wisst ihr da Bescheid? Ich meine, ich hätte jetzt auch Green Screen machen können hier, ne, ist ja da, seht ihr. Aber ich wollte einfach nur spontan nach harter Arbeit, das war heute harte Arbeit, Totalumbau. Ja, der Oktober kann kommen. Welcome to Oktober. Ja, alles klar. So, ich mache jetzt mal wieder Schluss. Ne? Ich habe jetzt die Faxen dicke. Ich mache mir jetzt ein lecker Abendessen. Ciao, ciao.